Hallo und willkommen in Ralfs Bastelbude. Heute repariere ich einen Heizlüfter. Der Patient ist ein sogenannter Schnellheizer. Das Ding macht man zum Beispiel ins Bad, wenn die Heizung selbst nicht so gut ist oder in Altbauten, wo es halt keine Heizung im Bad gibt. Problem an der Geschichte ist, er läuft nur kurz an und geht dann wieder aus. Mal schauen, was dran ist. Als allererstes muss man natürlich mal probieren, wie das Fehlerbild tatsächlich aussieht. Er heizt auf jeden Fall. Ja, bis jetzt hat der Gute bei mir hier noch kein Problem gezeigt, aber ich denke, ich weiß, was da zu machen ist. Ganz wichtig natürlich, wenn man so ein Gerät öffnet, immer Netzstecker ziehen. Sieht eigentlich ganz sauber aus, da hinten sind ein paar Staubflusen, aber ganz normal. So, hier kann man jetzt, das sieht man schlecht, reingucken. Hier sitzt das Heizelement und da ist natürlich auch ein bisschen Staub drin. Genauso. Hier neben am Motor sieht man auch alles ein bisschen mit Staub zu. Das ist völlig normal. Das saugt ja an. Es saugt die Luft ja an und dann saugt es auch den Staub mit. Und der bleibt halt dann gerne mal an allen möglichen Stellen hängen. Ja. Und dann kann das auch passieren, dass da mal schnell so ein kleiner Hitzestau entsteht. Und dann schaltet das Gerät ab, damit eben nicht mehr kaputt geht. Ich werde jetzt mit ein bisschen Druckluft das alles mal ein bisschen sauber pusten und die Kabel nochmal alle kontrollieren und dann das Gerät wieder zusammenbauen, dann müsste es wieder gehen. Jetzt ist das hier innen drin alles wieder staubfrei und ich gehe mal davon aus, dass das jetzt auch alles wieder hervorragend funktioniert. Wie gesagt, ich gucke mir jetzt hier nochmal sämtliche Kabel an, dass das auch alles richtig draufsteckt, dass da kein Kabel angeschmort ist. Aber das sieht alles sehr gut aus. Ich baue die Kiste jetzt hier wieder zusammen und dann geht das wieder. So, und das Gehäuse noch ein bisschen sauber machen. Ja, sieht wieder gut aus und ich würde sagen, dann zurückbringen den Heizlüfter, der funktioniert wieder und sollte auch wieder
rechtzeitig ausschalten. Ja, manchmal geht es ganz schnell mit so einer Reparatur. Wie schon so oft bei mir erwähnt, bei vielen Geräten ist es einfach nur, dass sie mal gründlich sauber gemacht werden müssen von innen. Und das sollte man natürlich nur demjenigen überlassen, der sich so ein bisschen damit auskennt. Mit Elektrik ist nicht zu spaßen. Da gibt es einen Haufen Unfälle, also geht da nur dran, wenn ihr euch auch mit Elektrik ein bisschen auskennt. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und wir sehen uns demnächst wieder hier in Ralfs Bastelbude.